grüß dich. Zwei Junge laufen sehr schnell zum Grab. Der eine Junge lässt den anderen zuerst kommen und so Peter zuerst sieht, was in dem Grab sich befindet. Und geht es um dieses Sehen oder anderes Sehen? Weil er sieht, was ist und der andere sieht, was nicht zu sehen ist. Und das ist im Griechischen mit zwei unterschiedlichen Verben ausgedrückt. Und der eine sieht einfach Tuch und noch ein anderes Tuch fürs Gesicht und den anderen. Okay, und was kann man sich daraus vorstellen? Nichts. Wir brauchen das andere Sehen, um es zu verstehen, was eigentlich passiert ist, dass Jesu auferstanden ist. Und man kann intuieren, dass Johannes das begriffen hat. Aber er hat deswegen begriffen, weil er nicht sich konzentriert hat nur auf das, was er sieht, sondern auf das, was hier nicht zu sehen ist. Und ich denke, das sollten wir diese Perspektive nehmen auf diese alle sehr schwierige Situationen in unserem Leben, die, wenn wir so einfach sehen, sehen wir einfach nichts. Aber wenn wir anders sehen, werden wir sehen, dass es doch einen anderen Weg gibt und eine andere Hoffnung. So verstehe ich es. Und du? Teile mit mir. Danke.